Vor langer Zeit, an einem sehr eigentümlichen Tag, lockte mein Spiegel jemanden aus dem Bett und verschaffte ihm Einlass in meine Werkstatt. Ich weiß nicht, ob der Spiegel nur Unruhe stiften wollte oder böswillig handelte. Vielleicht wusste er, dass der neugierige Eindringling eine Rolle zu spielen hatte in meinem Projekt. Ich war gerade dabei, mein neuestes Werk zu vollenden. Eine Welt für Dinge, die in Vergessenheit geraten waren. Zufrieden mit meinem Werk legte ich den magischen Pinsel beiseite und zog mich in meine Gemächer zurück. Hätte ich gewusst, welche Ereignisse folgen würden, ich hätte Farbe, Pinsel und Verdünner weggeschlossen. Ich hörte Geräusche und sah eilig nach, was geschehen war. Aber es war zu spät. Die Welt, die ich erschaffen hatte, war verwüstet. Der geheimnisvolle Eindringling war verschwunden. Ich erfuhr nicht, wer er war. Oder zumindest erst sehr viel spät. Yeah.